Dann muss ich die 20 Reichsmark vielleicht irgendwo anders investieren. Ich hätte gern mehr von dem Wein gehabt. Aber dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, gerne doch. Ich gehe dann wieder aus dem Haus. Kommst du mit? Gut. Habe ich erkannt, was für eine Zigarettenmarke er da hat? Gut, habe ich nicht erkannt. Gut, sehe ich dann Schwarzwald-Gold Nummer 3. So. Schwarzwald-Gold Nummer 3. Dann hole ich meinen Zigarettenstummel raus. Ist das Schwarzgold? Also, Schwarzwald-Gold Nummer 3 oder ist es Nummer 2? nee, das ist ein bayerischer Sargnagel. Der bayerische Sargnagel. Ein gewisses Wissen über Tabakwaren, das, mit dem du das rechtfertigen könntest, um das zu erkennen. Irgendein Er Talent, was arbeitet du für die hier anwenden Mafia. könntest. Naja, riecht es danach. Lesen. Zum Meistens Beispiel. steht es ja Ja, nee, drauf. steht es nicht drauf. Das steht es in den neuen Marken, da steht es immer drauf. Aber früher hat man bei sowas Wegwerfsachen nicht gespart, da Ja, extra stimmt, den da Namen ist auf nichts drauf. Ja. Ist Zigarette zu doch, schreiben. technically ist das doch eigentlich Werbung, oder nicht? Ja, nee. Also es ist Nicht. eine Sache, die man früher nicht extra gemacht hat. Gott. Und es gibt auch heutzutage noch viele Zigaretten, wo nicht der Name draufsteht. Stimmt wohl leider. Gut. Finde ich dann hier Zigaretten irgendwie, als wir dann wieder rausgehen und so, sehe ich denn hier irgendwelche in der Nähe vom Haus liegen oder so? Naja, an Stummel. seinem Haus sind mehrere Stummel, ja. Gut, dann versuche ich mir mal einen Stummel heimlich einzustecken. Das gelingt dir, ja. Gut. Brauchst du nicht drauf würfeln, der achtet da nicht so doll drauf. Gut. So, Konstantin, während wir jetzt hier quasi weglaufen, was hältst du von der ganzen Chose hier? Ja, schon ungewöhnlich, aber ich meine, was soll man machen? Viel zu sagen ist dazu ja nicht, ne? Na gut. Das heißt, entweder der Förster steckt hier irgendwo mit unter der Decke, oder ihm sind diese komischen, seltsamen Tierphänomene da nicht aufgetaucht, aufgefallen. Ja, die Frage ist, ob diese Tierphänomene, die haben ja erst angefangen, nachdem wir, ne, den Wein getrunken hatten. Vielleicht hat das ja damit irgendwie zu tun. Wenn er gesagt hat, er hat noch nie davon was getrunken, dann. Meinst du, das ist nur im Kopf, ja? Das ist nicht real, die Nee, ich weiß nicht, Ramlerbude. ob es im Kopf ist, aber vielleicht haben die Tiere ja basierend darauf eine andere, ne, anderes Gefühl uns gegenüber. Na Verstehst du, wie ich gut. das meine? Ist das. Verstehe. Ja, ich verstehe, was ich meine. Ach, haben Sie Aber denn ey, in keine Ahnung. Ihrer Tätigkeit als Altertumsforscher schon mal von Wein gehört, der irgendwie Tiere beeinflusst? So Wahrscheinlich eine nicht. ähnliche Geschichte gehört oder wissen Sie vielleicht mehr über dieses, über diesen Wein? Aber Sie kommen ja auch wahrscheinlich von sehr weit weg. Das ist wahrscheinlich eher so eine örtliche Legende. Herr Spieler, können Sie mir diese Frage beantworten? Waren jetzt. Wein, also du weißt halt, wenn man über was nicht Bescheid weiß. Ne? Würfel mal einen Ideenwurf. Würfel mal einen Ideenwurf. Ich würfel mal einen Ideenwurf. Das war deine grauen Zellen spielen. Kann ich da nicht auf Bildung werfen oder so? Nee, nee. Das ist ja technically auch, ne? Aber. Oh, aber. Nee, klappt nicht. Nö. Hat er keine Idee? Hat er keine Idee. Nee. Ja, nee, also dann fällt ja leider nichts ein. Ja, dann gehen wir Ich zurück wiss von nichts. zu Herrn Wieland und gucken, wie unser Dr. House hier sich da schlägt. Ob alles in Ordnung Erstmal muss ich ist. drei Fehldiagnosen stellen, bevor ich die richtige habe. Erstmal Arm abnehmen, bis man dann merkt, da war ja gar nichts. Außerdem, es wird hundertprozentig irgendein Morbus-Wilzen-Kram sein. Gut. Das heißt, wir machen uns auf den Rückweg. Oder hast du noch eine Idee, Konstantin? Nee, ich bin auch dafür, dass wir uns da auf den Rücken. Dann gehen wir zurück, Kippi. Okay. Wollt ihr zurück nach Reichenbach oder wollt ihr jetzt auch den Waldweg gehen? Den Wir müssen ja Waldweg. das Auto holen. Ja. Also wir Also ihr müssen nach wollt. Reichenbach zurück.
Stimmt, ja, ja. Wollt ihr den Waldweg Richtung Reichenbach oder wollt ihr den Waldweg gehen, den Dr. House gegangen ist? Nein, der Richtung Reichenbach, weil wir müssen das Auto ja holen. Richtig, okay. Dr. House ist doch zurück zur Lichtung. Genau. Ja. Wir müssen das Auto noch holen. Gut, ihr geht zurück nach Reichenbach in der Zwischenzeit. Ja. Dr. House. Währenddessen, ja. Ja. Du bist beim Hof wieder angekommen. Okay. Mhm. Hast dein Dings dabei? Ja. Den ganzen Stuff? Den ganzen Stuff. Und, du stehst vor dem Haus. Es ist immer noch ist nachmittags, ist immer noch ein sehr schöner sonniger Tag. Na, dann trete ich ein. Ja. Du findest Hans Wieland, interessanterweise in der Küche wieder, aktuell. Ich hab doch gesagt, du sollst liegen bleiben. Sie sollen liegen bleiben. Hab halt Durst gehabt. Naja, egal. Gibt's irgendwie einen Raum, wo sie sich vernünftig hinlegen können, damit ich halt das ordentlich anlegen kann, oder? Ich stehe hier die Couch auf dem Wohnzimmer. Was sagt mein Ärztewissen dazu? Würde das hinhauen? Weil es geht das natürlich. Na gut, dann, wäre dir ein Bett, aber geht für Notfall, ja. Ja, dann leg dich hin. Mhm. Oberkörper komplett frei, bitte. Ja. Also nimm wieder den Mantel ab. Halstuch lässt er dran. Halstuch auch. Warum denn das? Sehe ich nicht ein. Kann ich ihn mit Ärztewissen überzeugen? Hast du irgendein persönliches Talent, mit dem du ihn überzeugen könntest? Ich könnte... Also ich nenne damit Charme, mit Einschüchtern, mit Überzeugen. Einschüchtern. Einschüchtern, Charme, überreden, Charme. Überzeugen, Charme, irgendwas in der Richtung. Einschüchtern machen wir, das ist halt passender. Okay. Dann würfel mal bitte drauf. Oh. Na, was hast du gewürfelt? 95. Tja. Warum würfeln die halt so scheiße? Ahnung, du hast dir die falsche Farbe ausgesucht. Also, wie willst du ihn schlecht einschüchtern? Ja, bitte, bitte, sieh den als Ding ab. Nein! Ich sehe dich nicht ein. Ich mag mein Halstuch. Wollen Sie noch mal den Bauch angucken, da müssen Sie nicht meinen Hals sehen. Okay, widerwillig. Dann legen. Dann, die Medikamente, die ich bekommen habe, sind das Pillen oder flüssig oder? Das sind Pillen, ja. Okay, dann einmal hiervon eine nehmen. Ah, nimm's im Mund. Okay. Gib ihm halt noch ein Glas Wasser, dass er es halt vernünftig runterspülen kann. Und dann würde ich mich halt dran machen, den Druckverband da anzulegen, vernünftig. Ja. Gelingt ja auch ohne Probleme. Ist geübt. Ist nicht so schwer. Muss auch nicht drauf würfeln. Okay, gut. So, das sollte jetzt erstmal halten. Mhm. Am besten, wenn ich hier wieder weg bin, am besten nochmal den Doktor. Oh Gott, wie hieß der? Dr. Oh Gott, mit Z war das. Swiesel. Ach, Sie Zierle. Wissen, wenn ich. Dr. Zierle. Zierle. Am besten bei Dr. Zierle nochmal aufschlagen und halt für die Nachuntersuchung. Das ist jetzt erstmal nur, dass es halt vernünftig abheilen kann und nicht irgendwelche Folgeschäden bleiben. Ja. Yep. Okay. Und liegen bleiben. Ja, ja. Dann wäre ich damit erstmal soweit fertig. Oder ist noch was?
Oder fällt mir noch irgendwas auf, während ich ihm da halt unter verarzte? Andere Verletzungen oder? Nein. Okay. Er will ja nicht deinen Hals zeigen. Sonst fällt dir jetzt nichts anders aus. Ansonsten sieht er ziemlich munter und gesund aus. Okay. Na dann. Gut. Ich erstmal soweit fertig. In der Zwischenzeit, seid ihr wieder in Reichenbach angekommen? Mhm. Ja. Da holen wir unser Auto und fahren dann zurück. Ist denn unser Auto noch da? Oder ist das verschwunden? Nö, das ist noch da. Nee, ich hab uns geklaut. Fährt irgendwo ein Hirsch damit rum. Rührt die Straße herunter. Ja, na dann. Ich würde einmal noch bei der Bäckerin vorbeigucken. Und nochmal. Konstantin? Ja. Ja, Konstantin. Hallo, Josh. Ja, was ist? Gut. Willst du irgendeinen bestimmten Kuchen? Nö. Nö, gut. Dann würde ich einmal Kuchen für 4 Personen kaufen und dann zurück zum Auto. Ja. Gut. Mhm. Dann, wenn ich da bin, würde ich die nette Dame, die dort verkauft, nochmal fragen, ob... sie mir mehr über Förster Karl erzählen kann, ob er schon immer so ein Griesgram war. So ein oder Eigenbrödler. Ja, der Förster, der war schon immer ein Unikat. Sich natürlich nicht so häufig hier blicken lassen, halt nur zum Einkaufen. Seit wo sie es sagen, war er schon sehr lange nicht mehr hier. Wie lange ungefähr? Also mindestens schon 2 Wochen. Damit, das hängt ja alles zusammen, sag ich euch. Dann haben wir sehr viel erfahren hier über eine lokale Geschichte, über einen Wein, der extrem gut sein soll. Hatten Sie denn schon mal das Vergnügen, diesen Wein zu kosten? Na, tut mir leid, da weiß ich leider nichts Bescheid. Aber nicht Bescheid. Wenn meinen bestimmt diesen Weinheimer. Ja, genau. Da, wo jetzt der Herr Wieland drin wohnt. Weinheimer hieß er. Ja, über die Weine weiß ich leider nichts. Die Weinheimers waren komische Leute, die man nur höchst selten einmal im Ort sah. Alle komische Leute. Die sich die Lebensmittel manchmal sogar extra auf ihren Hof liefern ließen. Okay. Ist ein Glück, dass die ausgestorben sind. Man munkelt ja sogar von Inzucht. Von Inzucht? Mhm. Ja, nee. Dann kann ich das ja natürlich voll nachvollziehen, dass das ja gut, dass hier keiner eine Miene nachweint. So. Gab es denn irgendwen, der Kontakt hatte regelmäßig mit dem alten Weinheimer? Nein, nicht viel. Der Bürgermeister vielleicht oder so? Nein. Das weiß ich nicht. Gut, dann wünsche ich nochmal einen schönen Tag, junge Dame. Junges Fräulein. Müssen Sie mit dem Pfarrer sprechen, der weiß immer am meisten. Der Pfarrer, ja. Gut. Dann, bis dann. Gut. Dann, Konstantin? Mhm. In so Dörfern hier, da gibt's doch bestimmt auch so Aufzeichnungen, oder? So Art Geschichtsaufzeichnungen über das Dorf. Wenn es jemand aufschreibt, aber macht ja nicht überall jemand, also. Aber wo meinen Sie, müsste man dann da hingehen, um mehr über diesen Ort zu erfahren? Geschichtlich gesehen. Sie kennen sich da ja so ein bisschen besser aus. Bei diesem Ort, schwierig zu sagen, also. Ich will mal einen Ideenwurf. Ideen? Komm schon! Nipp. Ach Mann, ich ziehe gerade jeden Strohhalm, den ich kriege. Ja, ich muss halt jeden, also ich darf halt nicht auf Geschichte oder sonst irgendwas würfeln oder Bibliotheksnutzung, sondern Ideen, weil das halt, ne?
Ja, es geht ja darum, ob du eine Idee hast. Wenn du selber drauf kommst, dann brauche ich ja nichts machen. Es geht ja bloß, dass ich euch ein bisschen helfen kann. Ach so, na, wenn er selbst drauf kommt, dann streng mal deine Gehirnzeit an, Josh. Mein Charakter weiß sowas nicht. Ja, naja, die könnten ja an beliebigen Orten sein. Wenn der Ort nicht groß genug für eine Bibliothek ist, kann man so eine Sachen halt in einem Gemeindezentrum lagern. Man kann so eine Information haben beim Bürgermeister direkt. So, Sarah, was los? Sarah war's. Als auch die Sarah. Die spielt ja heimlich okay, den vierten Charakter irgendwo. Dann. Okay. Ja, wie gesagt, das ist, wenn der Ort nicht groß genug ist für die Bibliothek, dann ist es halt möglich, dass man irgendwie eine Art Gemeindezentrum hat, wo so eine Sachen hinterlegt werden. Im Büro vom Bürgermeister ist das dann tendenziell. Es gibt teilweise entsprechende Einzelpersonen, die sich halt im Rahmen der Gemeinde dafür bereitstellen, so eine Sachen aufzuschreiben. Aber es ist nicht in jedem Ort so, dass sowas aufgeschrieben wird und Beigabe erhalten wird, also das ist ja. Wir also, hatten genau. Doch da so das sind die allgemein Informationen. Wurden so Stories oder vielleicht auch, weil ja dir ja was von einem Kloster erzählt hast, in einem Kirchenarchiv kann man nachschauen. Gut, da könnte man zum Beispiel ins Kirchenarchiv nach Freiburg fahren. Die gut, Möglichkeit besteht. Danke, darauf wollte ich gerade hinauskommen. wir haben doch Konstantin, wir haben doch dieses biblische Zitat da gefunden, dieses etwas sehr dunkle biblische Zitat. Das hat er nicht gerade. Ja, aus Offenbarung. Deswegen. Genau. Meinst du, dass die hiesige Kirche oder der hiesige Pfarrer da vielleicht so eine Art kleine Bibliothek von seinen Vorgängern oder so hätte? Oder meinst du? Das ist durchaus möglich, aber ich hatte ja versucht, mit dem Pfarrer zu sprechen. Da hat er zu dem Thema nur gesagt, dass er da, dass die Geschichte da ein bisschen mehr ist und er mir Sachen erzählt, die er wusste. Aber er hat nichts erwähnt davon, dass mehr Details woanders zu finden wären. Gut, dann bleib mal hier, Konstantin. Ich guck mal, ob ich was aus dem Pfarrer kriege. Mhm. Aber der Pfarrer muss am Ende noch leben. Ja, keine Panik. Ich spiele keine Nische. Du gehst zum Pfarrer. Ich geh zum Pfarrer. In der Kirche. Ja. Grüß Gott. Was kann ich für Sie tun? Hallo, Pater. Ach so, warte mal, katholisch oder evangelisch? Katholisch. Damn it! Damit kenne ich mich nicht aus. hallo, Pater. Fangen wir anders an. Ich bin Journalist. Und ich würde gern ein Buch schreiben über eine hier ansässige Legende. Und zwar bin ich seit einiger Zeit hier durch die Gegend so gereist, nenne so ein paar Namen von Dörfern und so, ich bin geografisch schlecht, die so hier in der Gegend sind. Und mir ist zu Ohren gekommen, es solle hier ein Weingut geben, was extrem guten und leckeren Wein hergestellt hat, aber man ihn verboten hat, diesen Wein weiterhin herzustellen, weil sie ihn irgendwie ja veredelt, gepanscht haben oder irgendwas mit dem Wein gemacht haben, was nicht rechtens war, Recht und Gesetz. Und ich würde gern ein Buch über die regionale Weingeschichte verfassen. Und da dachte ich mir, das ist doch ein richtig guter Hauptpunkt. Eine richtig gute Geschichte, mit der man anfangen könnte. Ja, das hört sich mir hier nach dem Weinheimers an. Wundert mich, da hat heute schon mal jemand nachgefragt. Oh, lassen Sie mich raten. Ich beschreibe jetzt Konstantins Aussehen so ein bisschen. Ist es eventuell der Herr? Ja, der hatte so einen Stechschritt drauf, da war. Ah, unglaublich. Was für ein armer Bruder war das? Das ist ein Journalist von einer konkurrierenden Verlegerfirma. Er versucht nämlich genau das Gleiche. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo ankomme,
war er schon vor mir da. Der weiß jedes Mal, irgendwann immer, der weiß immer ganz genau, wo ich auch hin will. Ah, dieser Schuft. Bitte, Pater, Sie müssen mir helfen. Mein Redakteur sitzt mir schon im Nacken. Können Sie mir vielleicht alles erzählen, was Sie ihm erzählt haben und haben vielleicht noch mehr Informationen über dieses Weingut und seine Bewohner und was so passiert ist? Haben Sie vielleicht alte Aufzeichnungen, vielleicht von Ihrem Vorgänger oder sowas, oder wissen, wo ich sowas nachschlagen könnte? Sie würden mir echt einen riesen Gefallen tun. Verlangen ganz schön viel von mir. Ich bitte Sie, Pater. Naja, also was weiß ich? Ich weiß, dass die Weinheimers waren früher geachtete Leute. Die haben sehr, sehr guten Wein produziert. Das ist aber schon 150, 200 Jahre her. Vor 100 Jahren wurde ihnen dann aber nachgesagt, sie würden ihren Wein mit irgendetwas versetzen und zusammenpanschen. Wissen Sie vielleicht mehr, was es ist? Was es war? Danach. Nein, das weiß ich nicht. Haben Sie auch keine Idee oder irgendwas? Noch sei es noch so klein und wie eine Legende oder ein Mythos oder... Wenn ich ehrlich bin, müsste ich nachgucken. Ich müsste mal im Kirchenarchiv nachschauen, was da vielleicht noch versteht. Wo müsste man denn da hin, um in so einem Kirchenarchiv? Haben wir unser Kirchenarchiv in unserer Kirche. Oh, würden Sie das für mich tun, Pater? Ich bin auch eine Weile hier. Ich wäre Ihnen auch sehr dankbar. Genau. Würde eine großzügige Spende für Ihre Kirche hinterlassen. Na, wie viel ist denn großzügig? Das ist mein Mann Gottes. Kaum geht's ums Geld, kriegt er große Augen. Der gefällt mir, der Typ. Ich hatte so an so 40, 45 Reichsmark gedacht. Oh, na den... Damit nicht noch erzählen. Die Weinheimers waren schon komische, verschlossene Leute. Hab nur selten gesehen, sind nicht so häufig in die Kirche gegangen. Sie waren echt Außenseiter. Der Wein war sehr, sehr gut. Sie hielten sich aber an das Verkaufsverbot. Sie haben ihn nicht verkauft mehr, nachdem es verboten wurde. Aber wahrscheinlich haben sie ihn noch auf Eigengebrauch produziert. Sie lebten wohl in erster Linie von der Verpachtung ihrer weitläufigen Ländereien. Ja. Früher stand ja auf dem Hof der Weinheimers ein Kloster. Das ist leider in den Bauernkriegen zerstört worden. Ein Kloster? Mhm. Gab es dann zu diesem Kloster irgendwelche Geschichten und Legenden? Es heißt, einst sei ein Engel im Kloster erschienen. Tatsächlich soll es aber eher ein Teufel gewesen sein und der Mönch, in den der Teufel gefahren war, wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Für weitere Informationen müssten Sie wahrscheinlich müsste ich erst im Kirchenarchiv nachgucken. Das würden Sie das für mich tun, Pater? Naja, könnte gemeinsam schauen. Das ist grandios. Soll ich nochmal wiederkommen oder haben Sie jetzt gerade Zeit? Wir können zusammen schauen. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, mich da Stunden hinein zu versetzen. Sie können gerne selber schauen. Das würden Sie mir gestatten? Oh, ich danke Ihnen, Vater. Ich komme mit Ihnen runter. Kein Problem. Dann ich folge Ihnen, Vater. Ja. Führt dich in der Kirche nach unten, eine Treppe hinunter. Die Macht des Geldes. Ja. Ja, und dann ist da tatsächlich so ein Kellergewölbe, wo tatsächlich viele Bücher so aufgereiht sind und so. So. Hast du denn das Talent Bibliotheksnutzung? Nein! Also, darf ich denn dafür abholen? Habe ich nicht. Nein, ich habe mich ja schon als Konkurrent gebrandmarkt. Nee. Kannst du ja trotzdem mal probieren. Das hat ja jeder einen Grundwert drauf. Okay. 20% Grundwert. Vielleicht schaffst du ja trotzdem. Nicht so guten Glückswerten. Ja. Hast du dich halt bisher nicht so häufig in der Bibliothek aufgehalten? So gar nicht, nee. Ja. Okay, na dann, lieber Twitch-Chat, drück mir die Daumen. Komm schon, irgendwas, wo ich runterkomme.
Damn it, 51. Möchtest du den Wurf forcieren? Wie war denn das jetzt? Ich kann jetzt sagen, ich rufe nochmal und muss dann unter die 51 kommen? Genau. Oder du sagst, du gibst Glückspunkte aus. Nee, du musst nicht unter die, du musst unter deinen Wert kommen, den du hast. Du musst also unter 20% kommen. 20%. Wie viele Glückspunkte müsste ich denn jetzt ausgeben? Müsste ich jetzt da. Wenn du dann einen Wert von 20 hast, müsstest du 31 ausgeben. Ja, mache ich. Schon eine ganz schöne Menge. Mach ich. Aber kannst du machen, ja. Mach ich. Dann habe ich noch 9, sind 40, 19 Punkte über. Das heißt, refreshen sich die Glückspunkte oder kann man die nur einfach nicht einsetzen? Eigentlich nicht. Okay, gut. Wenn du Lucky irgendwas machst, manchmal gebe ich dann noch ein paar Glückspunkte. Okay, ja gut, dann benutze ich meine 31 Glückspunkte, um die Probe zu schaffen. Okay. Ein Moment. Siehst du, Josh? Man muss nur die Money auf den Tisch hauen. Ja. Ich merk schon. Ah, die Kirche und das Geld. Ach, das ist auch ein Lied, ey. Ja, also du findest in den Aufzeichnungen des Kirchenarchivs tatsächlich Schreiben, sehr alte Schreiben von einem alten Kloster, ja? Ja. Weil es im Mittelalter gebaut wurde, ne? Ja. Und was früher Porta Coeli, übersetzt Himmelspforte hieß, ja? Diese haben dort früher gelebt und tatsächlich soll es dann mal zu einem um 1400 zu einem Delikt gekommen sein, wo tatsächlich ein Mönch verbrannt werden musste, weil so steht da, wo der Teufel ihn gefahren ist. Okay. Gibt's da irgendwelche Anmerkungen auf anatomische Besonderheiten? Die sind da ja mal gerne mit so wie Teufelsmale und so ein Schnickschnack. Irgendwelche Anatomie-Sachen, damit man gesagt hat, ja, der ist hier vom Teufel besessen. Da waren die früher ja immer sehr gut drin, die Kirchen. Wenn man eine andere... Tatsächlich findest du eine... Findest du ein Dings, das wohl das Fleisch... Das Fleisch der Person sich grau verfärbt. Und nicht rot. Wie rot? Wenn man draufdrückt oder was? Nein. Die Wunden des Mönchs haben eine graue Verfärbung angenommen. Okay. Ja gut, das ist ungewöhnlich. Normalerweise wird's rot oder gelb. Ja. Je nachdem, wie viel Ei da ist. Also unnatürlich grau steht da. Okay, krass. Erzähl weiter. Dann steht halt, dass 1525 das Kloster während des Bauernkrieges bis auf seine Grundmauern niedergebrannt wurde und danach nicht wieder aufgebaut wurde. Um 1673 irgendwann in der Richtung wurde das Grundstück von den Weilheimers gekauft, die dieses Grundstück denn über mehrere Jahre denn halt gehalten haben. Die haben viel Land besessen, halt auch Weinberge und haben den Wein dann zu sich zum Grundstück geschart und in ihrem Haus dann Wein gekeltert. Gibt es zu dem Kloster architektonische Grundrisse? Nein. Also gibt es Hinweise auf den Keller im Kloster? Also etwas, was... Gehst davon aus, dass Kloster früher Keller hatten, ja. Naja, so... Obwohl wir sind in den Bergen, da ist eigentlich nicht so die Wassergefahr. Stimmt schon. Okay, also können wir davon ausgehen, dass... Okay. Steht da noch mehr zu dieser Teufelsgeschichte? Noch irgendwie mehr Informationen? Also der eine der Mönch musste verbrannt werden, weil der Teufel in ihn gefahren ist. Steht da noch mehr dazu?
Was sind denn für Vorfälle passiert, damit man überhaupt auf die Idee gekommen ist, dass der Teufel in ihn gefahren ist? Oder ist das einfach nur, weil er sich irgendwann mal eine Wunde zugezogen hat und die dann halt grau statt rot wurde? Gibt es da irgendeinen Vorkommnis? Keine Ahnung. Er hat mit bloßem Gedanken das Herdfeuer angezündet oder sowas. Magie wurde ja früher immer ganz schnell verteufelt. Gibt es da irgendwelche Aufzeichnungen, warum man überhaupt auf Er soll die Idee gekommen ist, dass er vom Teufel besetzt wurde? wohl ein Gebet gesprochen haben in der Nacht. Nein, das ist aber nichts Ungewöhnliches für Mönche. Die beten dauernd. Das ist deren Ding irgendwie. Ja, also was da steht, er hat sich halt für die eine Nacht, nachdem das passiert ist, halt gesagt, er wollte für ein bestimmtes Gebet halt des Nachts um Mitternacht auf einen nahegelegenen Hügel gehen und dort ein besonderes Gebet sprechen, was er gefunden hatte. Er steht dort aber nicht. Mehr steht da noch nicht. Gibt es noch mehr Informationen zu der Engelserscheinung, die da passiert sein soll? Keine weiteren Informationen. Was könnte man dann noch fragen? Noch suchen? Gibt's hier nur alte Aufzeichnungen von so Sachen Ja. oder auch aus der früheren Neuzeit, also quasi vor 100 Jahren oder so? Was suchst du denn? Ich suche nach sowas wie Zeitungsartikeln oder sowas archiviert, wo Vorkommnisse beschrieben worden sind, irgendwelche seltsamen Sichtungen, seltsames Verhalten von Wildtieren oder irgendwelche Geräusche aus dem Wald oder irgendwas, was Ja, also Folklore quasi suche ich. Um 1799 findest du einen Zeitungsartikel, wo halt die Weinheimers der Weinpatscherei bezichtigt werden und Gerichtsprozesse beginnen, auf dessen denn das Familienoberhaupt in den Kerker geworfen wird und den Weinheimers den Verkauf von Wein verboten wird. Steht dann, wer sie des Weinpatschens bezichtigt hat? War es die Kirche? War es eine Privatperson? War es, keine Ahnung. Steht da noch irgendwas zu dem? Jetzt schaltet sich jetzt mal kurz der Dings ein. Ich kann mir gut denken, dass das vielleicht auch eine Sache mit Bestechung zu tun haben könnte. Wie ich bereits gesagt, der Wein damals, der Wurm war so phänomenal gut, dass er allen anderen Winzereien in der Gegend dann das Geschäft kaputt gemacht hat. Es wollten alle nur noch den Wein der Weinheimers kaufen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht was mit Bestechung zu tun gehabt hatte. Da haben sie recht, Vater. Das kann natürlich auch sein. Sie haben nicht zufällig noch, das sage ich jetzt so ein bisschen Was im. macht man mit einem zu guten Produkt, was auf dem Markt ist? Man drängt es aus dem Geschäft. Das ist richtig. Das sage ich jetzt quasi so ein bisschen im Witz. Sie haben nicht zufällig noch einen Tropfen von dem Wein, Pater? Jetzt habe Warum ich soll so ich viel das wissen? über das legendären Geschmack und das muss ja unglaublich Und gewesen Sie, sein. ich habe nie so einen Wein bekommen und noch nie probiert. Wie Ach. gesagt, der ist schon seit 100 Jahren, wird keiner mehr verkauft, verboten. Ich kann mir nur vorstellen, wenn Sie diesen Wein suchen, müssen Sie im alten Gutshaus der Weinheimers danach gucken. Könnte ja Herrn Wieland vielleicht mal fragen, ob er davor noch ein, zwei Flaschen hätte. Vielleicht hat er ja was gefunden oder so. Aber gut, dann bedanke ich mich, Pater. Nimm so meine. Bedanke ich mich für das. Für die Erlaubnis hier reinzukommen. Sie retten mir wirklich das Leben. Mein Verleger wird mir nicht meine Wohnung kündigen. Ich danke Ihnen, Vater. Muss nicht nur Bilder von Spider-Man raussuchen. Gut, dann würde ich mich wieder rausmachen und während ich dann rausgehe, quasi meine versprochenen Reichsmark-Belohnung in die Kollekte packen. Okay. Zahlst den, packst da die 45 Reichsmark rein Oh Mann, ey, ich bin und hier arm bald, ey. begibst dich wieder nach draußen. Warte, will die ja noch rausstreichen hier. Die streiche ich mir bei Barschaft aus, ne? Das ist das, was ich im Portemonnaie Genau. habe.
Scheiße, was ist denn 99 minus 45? 94, 54. Okay. So. Da bin ich wieder, Konstantin. Hallo? Jemand zu Hause? Bin da. Schon eingeschlafen. Ja, okay. Ich habe ein bisschen im Auto gewartet. Ne, und ich habe aber machen. Ja, das wollte ich nur mal kurz erzählen. Was ist viel Zeit verbracht. Es ja. Wird langsam Abend. Ja. Ich habe extra Kuchen mitgekauft. Gut. Wie folgt, Konstantin? Ich habe mal dem Pfarrer da eine kleine Geschichte aufgesponnen und mit dem heiligen Mittel namens Reichsdollar habe ich mir Zugang... Reichsmark, stimmt, Reichsdollar. Dämlich. Ich habe in Deutschland noch nie Dollar gehabt. Mit der Reichsdollar. Ja, mit nee, nicht so ganz. Amerikanisierung. Anglizismen. Okay. Nachdem ich etwas Reichsmark locker gemacht habe, hat er mich ins Archiv gelassen. Und dort, wo quasi jetzt das Anwesen von Herrn Wieland ist, wo vorher die Wilhelms, jetzt habe ich so viel über Wein gelesen, jetzt kann ich bloß noch an Wein denken, gelebt haben, soll früher ein Kloster gestanden haben. Und in diesem Kloster gab es einen Vorfall, dass irgendwie ein, so sagen es zumindest alte, also die alten Überlieferungen, die ich gefunden habe, ist eine Art Engelswesen oder so, was dann halt doch kein so richtiges Engelswesen war, vielleicht doch eher der Teufel war, in dieses Kloster gefahren, gelandet ist. So genau ist man da, war man sich nicht so genau. Und man hat dort auch einen Mönch verbrannt, den man bezichtigt hatte, dass der Teufel in ihn gefahren ist. Und ein besonderes Merkmal, woran man gesehen hat, dass er quasi vom Teufel besessen war, dass sein Fleisch, sein Fleisch grau wurde, als es verletzt war. Also, ne? Nicht grau wurde, schon grau war. So ein grau war. Ja. Ne? Also kein rotes Fleisch quasi wie wir beide, sondern es war wirklich grau. Das ist ungewöhnlich. Richtig. Und den hat man da verbrannt. Und genau da, wo das Kloster stand, wurde später diese quasi das Anwesen gebaut, wo jetzt Herr Wieland drin wohnt. Genau, das habe ich ja da mitbekommen. Das heißt, wenn da irgendwas im Busch ist, könnte das vielleicht auch irgendwo im Keller oder so gewesen sein, weil, ne, keine Ahnung, eventuell. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt zumindest schon mal ein paar mehr Ansätze. Aber leider habe ich nichts über unnatürliche Tierphänomene oder Co. gefunden. Ich habe leider auch nichts gefunden über den, was mit was dem der Wein gepuncht worden sein sollte. Aber der Priester hat vielleicht hat gesagt, dass vielleicht es nur ein Konkurrenzunternehmen war, das quasi das schlecht gemacht hat, weil alle wirklich nur noch diesen Wein haben. Also der soll wohl wirklich so gut gewesen sein, dass da wirklich niemand rankam. Und wir haben ihn ja selbst getrunken gestern. Er war wirklich richtig gut. Also irgendwas... Ja, irgendwie spielt der Wein hier eine Rolle. Dann müssten wir... Ja, weiß nicht. Ich glaube, wir sollten die Information vielleicht erstmal Dr. Haus geben. Der ist ja medizinisch sehr veranlagt. Vielleicht gibt es ja eine rationale Erklärung dafür, dass Fleisch grau wird. Auch wenn ich mir gerade keine weiß, aber ich bin halt auch kein Mediziner. Jetzt wollte ich halt fragen... Hast du schon sowas Ähnliches in anderen Regionen oder so? Oder in anderen Geschichten, in anderen Aufzeichnungen gelesen? Dass quasi so Fleisch grau wird, dass das als Zeichen des Teufels behandelt wird? Mhm. Kann ich hier auf Geschichte würfeln oder auf Okkultes oder sowas? Würfel mal, ja. Eine Referenz hast oder so, ob das schon auf Okkultismus würfeln, ja. Auf Okkultismus, okay. Das schon mal irgendwo da was gelesen hast.
Das habe ich geschafft. Ja, bist dir ziemlich sicher, sowas hat's noch nie gegeben. Hat's noch nicht gegeben. Das ist Neues. Okay. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal. Müssen wir nur noch gucken, ob das vielleicht was Medizinisches haben. Nie von gehört. Ja, was Medizinisches sein könnte. Ich würde sagen, wir fahren da mal zurück. Mhm. Dann alle rein in den Horch. Auf geht's. Ab geht's. Ab geht's. Wir fahren wieder zurück, Hibi. Ab geht's, Feuer frei. Ja, ihr fahrt zurück. Wollen wir mal gucken, wie viel PS so Ding hat? Nein, du hast nicht viel Punkte in ja, ich weiß. Wenn du schnellst normal fahren willst, dann lass ich dich drauf würfeln. Nein. Ich fahr normal. Alles gut. Hä? Ich fahr normal. Okay, du fährst normal. Muss ich ja sowieso, weil ich durch den Waldweg, Alter, mit so einem Auto durch den Waldweg, ey. Wolf, kannst doch Vollgas geben. Ja, nee, danke. Wenn du Vollgas gibst, dann musst du dann aber drauf würfeln, ob du schaffst, auf der Spur zu bleiben oder ob du vom Weg abkommst. Alter, dann sind alle Achsen kaputt, eigentlich, wenn ich da Vollgas durch so einen Wald gehe, ey. Ja. Meine, so wie ihr fahrt mit einem Fahrzeug in den 1920er Jahren, da gab es noch keine Airbags, ne? Ja. Und so viel Federung hat das Ding bestimmt auch nicht. Ja. Gut. So, ihr kommt beim Schwarzwaldhof wieder an. Ja. Was euch auffällt, mittlerweile ist es dämmert. Mittlerweile sind keine Kaninchen mehr auf der Lichtung. Nein, jetzt kommen die Rehe. Rehe. Alter Schwede. Wieder so 10, 20 Rehe, die um die Lichtung da rumstehen und sich da genüsslich am Gras und so die Bäuche vollschlagen. Gut, dann würde ich mal aussteigen und mal so ein Büschel Gras abschneiden. Mhm. Und mir das in den Mund stecken. Schmeckt nach Gras für dich. Schmeckt nach Gras für mich. Also Ghetto-Kusch oder eher anderes? Was denn für eine Marke, Kippi? Jetzt, wo Cannabis legalisiert werden soll, was für eine Marke? Jetzt hau mal raus hier. Nach Ghetto-Kusch. Es schmeckt nach Gras. Also nach normalem Gras, nicht nach Gras. Gut. Dann würde ich einmal mein Messer quasi benutzen und einmal so die Grasnarbe quasi aufschneiden und so, ne? Aufschneiden und so einen Haufen Gras, Erde rausziehen und mal gucken, wie der Boden aussieht. Ist es typischer Waldboden oder ist es. Du ziehst ein bisschen Gras raus und bist der Meinung, gerade als du es rausgezogen hast, ja. Würfel mal verborgenes Erkennen. Haha, ich habe hier die richtigen Riecher. Komm schon, Baby. Du musst über. Komm schon. Oh, das sieht mir nach einer 30 aus, ne? Ja, habe ich geschafft. Ganz kurz, als du es rausgezogen hast, in dem Moment hast du, glaube ich, so eine schmierige graue Substanz gesehen, die an dem Wurzel des Grases gehangen hat. Als du es rausgezogen hast, aber mit Gewalt zerrissen ist und. Du siehst jetzt auch nichts mehr in dem Loch, was du da jetzt hast. Auch an dem Gras nichts mehr? Nee. Okay, dann mache ich das nochmal. Ja, das passiert nochmal. Okay. Du siehst wieder so ein kleiner, wie so ein kleiner Strang. Ja? Ja. Kleiner grauer Strang, der an dem Gras dran war. Okay. Konstantin, komm mal her. Ja, was ist los? Komm mal her. Guck mal hier jetzt genau. Ja. Guck mal jetzt hier genau hin. Ich mach das wieder, zieh die Grasnarbe wieder hoch und passiert das nochmal? Ja. Hast du das graue Dings da gesehen? Die Sache? Mhm. Wie ist denn das? Das ist auch so eine kleine winzige, also wie so ein Faden von einem, so eine Schnur. Wie so ein kleiner Schnur, also noch kleiner als eine Schnur. In grauer Farbe schleimig sah es aus. Und im Moment, wo es rauszieht, sieht man das und dann löst es sich und fliegt zurück auf den Boden und sieht man aber auch nichts mehr danach. Mhm. Also wie ob irgendwie was Komisches an der Wurzel hängt. Okay. Also bei aller Liebe, ich bin zwar kein Botaniker, aber das ist definitiv nicht normal. Das sieht komisch aus, ja. Das, alter Schwede, ey. Das könnte der Grund sein, höchstwahrscheinlich, warum hier die ganzen Tiere rumrennen. Weil guckst du dir mal an, die Mampfenhasen da. Alle nur am Fressen. Ist schon weird. Jetzt ist die Frage,
Wir müssen erstmal mit Dr. House sprechen. Wir müssen erst mit Dr. House sprechen. Lass uns mal reingehen, Konstantin. Wir gucken erstmal. Ja, Dr. House, was hast du denn in der Zwischenzeit gemacht, nachdem du den guten Hans verarztet hast? Ich habe ein bisschen darauf geachtet, dass er sich halt auch wirklich schont. Ein bisschen so beobachtet, was er so den ganzen Tag treibt. Er hat sich wieder in sein Zimmer verschlossen. Oh. Würde ich trotzdem mal lauschen, was er da drin so macht. Wenn ich darf. Brauche ich 20%. Ist 100 glatt, ne? Oh, wow. Kritischer Fehlschlag. Das ist ein kritischer Fehlschlag. Ja, als du dich da an die Tür lehnst und gegenhorchst, denn in dem Moment Hans Wieland die Tür auf. Dr. House, ich bestehe auf meine Privatsphäre. Und Sie sind mein Patient, ich bestehe darauf, dass Sie sich ausruhen. Ja, aber wie soll ich mich ausruhen, wenn ich hier von meinen Gästen belästigt werde? In dem Fall, ich bin Ihr Arzt, Sie sollen doch nicht vor mir wegrennen, Sie sind mein Patient. Also ich bitte Sie. Bleiben Sie da unten auf der Couch. Ich bleibe hier in meinem Zimmer. Und Sie bleiben gefälligst woanders. Dann okay, haut dir die Tür vor der Nase zu. Dann gehe ich halt runter. Ja. Ja, nach einer gewissen Zeit kommen die anderen wieder an. Okay. Wieder da! Hi. Ihr seht Dr. House im Wohnzimmer sitzen. Und wie geht's, Herr Wieland? Was hast du Schönes gemacht? Hab den Rückverband angelegt und ihm ein paar Schmerzmittel gegeben und eigentlich Ruhe verordnet, aber er hat sich wieder in sein Zimmer eingeschlossen. Gut. Kannst du mal mitkommen? Oder komm mal mit, Dr. House. Wir müssen mal ein paar Sachen bequatschen. Wir haben was rausgefunden. Okay. Dann schnapp ich meinen Gehstock und komm hinterher gehumpelt. Gehe ich ein Stück in den Wald rein, den Weg? Also weg vom Haus, aus Hörweite raus. Und erzähl dir das jetzt auch alles, ja, TJ? Du hast wo wollt ihr lang? Den gleichen am Weg. Klohäuschen vorbei? Na, den gleichen Weg, den wir mit dem Auto gekommen sind. Ach so, okay. Ja, einfach nur ein Stück rein. Mhm. Gut, dann erkläre ich dir das jetzt alles, ja? Du hast ja hoffentlich zugehört. Mhm. Ja. Sonst ratter ich das jetzt auch nochmal runter und dann. Dann jetzt die Frage. Diese graue Verfärbung des Fleisches, gibt es dafür dann eine medizinische Erklärung? Gibt es dafür eine medizinische Erklärung? Absolut nicht. Absolut nicht. Also hatte ich vielleicht eine Idee, wo es eventuell herkommen könnte? Also absolut keine medizinische Erklärung. Das hätte ich mir auch fast denken. Grau ist halt. Gelb, ja. Orange, ja. Schwarz, wenn es nekrotisch wird, aber grau. Gut. Habe ich noch nie gehört. Dann müsste ich sehen. Zeige ich Ihnen noch was. Kommen Sie mal mit, Herr Haus. Wir gehen wieder ein Stück ran. Macht den gleichen Grasnarbentrick nochmal. Sieht ja auch okay. Diese graue Schnur. Okay. Herr Spielleiter, sieht er die denn überhaupt? Ja, sieht er. Gut. So, jetzt mit all dem, was ich dir vorher erzählt habe, das geht dir definitiv nicht mit rechten Dingen zu. Irgendwas ist hier komisch. Und also ich habe keine Ahnung von Gras, ich bin kein Botaniker, ich bin Arzt. Ja, aber das ist logischer Menschenverstand, dass im Gras keine grauen Fäden drin sind. Wer weiß, was das für eine Mischung ist. Wie gesagt, ich bin Botaniker, also ich bin Arzt, ja, kein Botaniker. Gut. Ich bin auch kein Bauingenieur und weiß trotzdem, wie man eine Brücke baut. Also. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendein. Ist das Gras krank? Ist hier irgendein Pilz unter dem Gras verteilt? Ich habe keine Ahnung. Ist Ihnen dann, als du Herrn Wieland behandelt hast, ist dir dann irgendwas aufgefallen? Ist mir irgendwas anderes noch aufgefallen? Irgendwas, was in diese Theorie. Die Verletzung ist dir aufgefallen. Die Geschichte. Ist aufgefallen, dass er seinen Halskit Halsticks nicht abnehmen wollte.
Er wird sein Halsding nicht abnehmen, ansonsten war es eine ganz normale Verletzung. Okay, also kein graues Fleisch. Nein. Oder? Nein. Er hatte keine Schnittwunden in irgendeiner Weise. Verdammt, ich hätte noch operieren sollen. Boah, was machen wir denn jetzt? Seine Haut sah normal aus, aber du hast ihn ja nicht aufgeschnitten in irgendeiner Weise. Nö. Also ich persönlich, mir persönlich wäre Herr Wieland ja egal, aber er ist ein sehr guter Freund meines Don Estebans. Also kann ich ihn ja nicht einfach... Er muss doch darunter leiden, unter der Verletzung, die er hat, aber er tut... Also wenn ein Patient die Hilfe verweigert, da kann ich halt leider auch nicht viel machen. Wollen wir ihn einfach mal mit konfrontieren? Beim Abendessen? Wir gerne versuchen. Aber ich bezweifle, dass es was bringt. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Oder wollen wir es lieber... Ich weiß ja nicht, wie gut ihr mit Herrn Esteban befreundet seid, ob das euch verletzen würde, wenn wir quasi hinter seinem Rücken was machen wollen. Esteban, den kenne ich gar nicht. Ach, Wieland. Mein Gott, die kommen mit den Namen durcheinander. Das ist jetzt aus dem Off. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie sehr befreundet ihr seid. Ob das so ein Schulkamerad ist, den man alle paar Jahre mal sieht, oder ob das jetzt wirklich... Es war so ein Patient von mir, der den ich halt behandelt habe, aber so viel. Ja, hätte ja sein können, dass ihr euch ist das jetzt nicht. Alle halbe Jahre oder so gesehen habt oder miteinander telefoniert habt. Ihr wart, also die ihn persönlich getroffen haben, wart gut befreundet, aber ihr habt ihn auch schon seit ein paar Jahren jetzt nicht mehr gesehen. Okay. Ja. Haben lose Kontakt gehalten. Ich habe halt seinen Erfolg ein bisschen mit, seinen Erfolg ein bisschen mitverfolgt, aber die letzten Jahre wurde es halt ruhig um ihn. Das heißt, wir suchen in der Nacht einen Keller oder wollen wir ihn konfrontieren? Weil wie gesagt, ne, ich habe es ja erzählt gehabt, hier stand mein Kloster und da wurde so ein Typ verbrannt, weil er angeblich der Teufel in ihm steckte und pipapo. Und dann wird genau auf der Stelle ein Haus gebaut und genau auf der Stelle, wo das Haus gebaut ist, wird dann so krasser Wein produziert. Die Frage, die ich mich hier stelle, ist ja von wegen, was würden wir uns denn erhoffen, dass wir, wenn wir ihn direkt konfrontieren? Na, das war halt so die Frage, ob wie sehr ihr befreundet mit ihm seid, ob er vielleicht Opfer eines übernatürlichen Verbrechens ist und er es halt nur nicht alleine da rausschafft und wir ihm dann raushelfen wollen und quasi, ja, aber, oder ob er das selber mit drin ist. Selbst in dem Falle, dass er da drin ist, hat er ja inzwischen nicht mehr die Kontrolle. Das heißt, wir können doch dann trotzdem nichts für ihn tun, oder? Naja, aber wenn wir wüssten, worum es geht, könnten wir ja vielleicht was tun. Wir wissen ja noch gar nicht, was los ist. Verstehst? Es ist alles irgendwie komisch. Es hat alles so diesen... Das fühlt sich halt alles nicht normal an. Das ist halt so, ne? Es sind überall zu viele Zufälle und zu viele Sachen, die halt nicht so ganz laufen, wie sie sollten. Was halt natürlich wäre. Ich meine, Konstantin, du als Altertumsforscher hast doch da bestimmt mehr Kontakt gehabt mit Mythen und Legenden und mit irgendwelchen übernatürlichen Sachen. Ich hab da nicht so viele Berührungspunkte mit. Ich weiß nicht, ob du da irgendwann mal was gefunden hast, wo du sagtest, ja, das hat irgendwo, ist das nicht kompletter Humbug, weil irgendwelche Ungereimheiten auftauchen, die dann doch zustimmen, oder ich bin nur so ein 0815-Bürger, du. Ich hab da nicht so... Für mich ist das alles suspekt. Ja, vielleicht gucken wir mal nach einem Keller erstmal. Ja, das wäre sinnvoller. Gut. Das heißt, wir verhalten uns jetzt Friede, Freude, Eierkuchen und gehen früh schlafen und dann irgendwann um Mitternacht treffen wir uns. Weiß nicht, wo wollen wir uns treffen? In der Küche? In der Küche oder so? Treffen wir uns um Mitternacht in der Küche. Mhm. Gut. Ja. Es wird wieder abends, es gibt wieder Abendbrot.
Und Kuchen! Ja, Hans Wieland, mit Brot. Hans Wieland gesellt sich dazu, stellt wieder so alte, staubige Flaschen auf den Tisch mit Wein. Ich passe diesmal. Ihr habt alle eigentlich voll Lust, diesen Wein zu trinken. Nein, ich habe nicht voll Lust, diesen Wein. Ihr habt da wirklich Lust drauf. Der hat das letzte Mal so gut geschmeckt. Also richtig gut. Ach, echt jetzt? Können wir versuchen, den Drang zu widerstehen? Ist das denn ein richtiger Drang? Also ein richtiger Zwang? Ich sag bloß, ihr habt da richtig Lust drauf. Ja, ich hab jetzt auch Bock auf einen richtig krassen Döner. Trotzdem gehe ich jetzt nicht los und hol mir einen Döner. Verstehst? Ich will wissen, ob da was Übernatürliches hinter ist. Ob da irgendwas... Komm auf die dunkle Seite. Wir haben Kekse. Meinung, dass der Wein so lecker geschmeckt hat. Also... Du musst dir so vorstellen, in dem Moment, wo er den auf dem Tisch steht, hast du richtiges Verlangen, den zu trinken. Okay. Du kannst dich dagegen wehren, aber da müsstest du begründen, warum du dich dagegen wehrst. Wenn du jetzt eine große Vermutung hast, dass der Wein nicht gut ist für dich, kannst du den natürlich nicht trinken, aber du hast schon richtig, richtig Lust. Weil wir gehört haben, dass er gepuncht ist. Ja, genau. Unter anderem. Ich sag bloß. Da reicht dir das dann als Argument? Oder naja, klar. Gut. Dann lassen wir den Wein diesmal aus, Herr Wieland. Wie Sie wollen. Er macht sich selbst den Wein auf und trinkt. Ich habe aber noch was Leckeres oder mitgebracht. Als 18 aber abraten von... Lassen Sie mich meinen Wein trinken. Ich mag Sie den. Haben schwere Medikamente. Den habe ich hier im Haus gefunden. Wo haben Sie ihn denn gefunden, Herr Wieland? Er stand genug in der Kammer drin rum. In der Vorratskammer. Vorratskammer. Sie haben Medikamente zu sich genommen, die sich nicht gut mit Alkohol vertragen. Dementsprechend würde ich Ihnen abraten, davon heute Wein zu trinken. Pappalapapp. Da zieht sich den Wein hinter. Lass mir mein Wein trinken. Ich mag mein Wein. Oh Mann. Ich brauche den Wein. Ich schüttel nur mit dem Kopf. Gut. Ich habe noch leckeren Kuchen zum Nachtisch. Aus der Bäckerei. Ich habe keinen Hunger. Er isst nur ganz wenig. Er hat doch die letzten Male ganz wenig gegessen. Gestern Abend hat er gar nichts gegessen. Und der Frühstück hat er nur ganz wenig gegessen. Und jetzt hat er auch nur ganz wenig gegessen. Ja, gut. Spätestens jetzt ist es klar wie Kloßbrühe. Hier ist irgendwas Übernatürliches am Werk. Gut. Dann esse ich den Kuchen und verteile den an meine beiden Kumpanen. Ja, ich würde da noch ein Stück Kuchen nehmen. Frisch aus der Bäckerei. Zwar schon etwas ein, zwei Stunden alt, aber er schmeckt immer noch sehr lecker. Okay, ja, ihr gönnt euch den Kuchen. Gut. Dann würde ich mich... Wenn es nichts ausmachen würde, würde ich jetzt schlafen gehen. Ja, gut. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht, Herr Wieland und Herr Haus und Herr Konstantin. Mhm. Bis morgen und haben Sie eine erholsame Nacht. Dann verschwinde ich auf mein Zimmer. Jo, dann... Wollt ihr schlafen oder wach bleiben? Ich bleib natürlich wach bis Mitternacht und schleiche dann wieder runter in die Küche. Okay. Haben wir genau so wie abgesprochen, ne? Ja, gut. Ich nehme all mein Zeug mit, meine Dietriche, meine Messer, mein Messer, meine beiden Dietriche. Jupp. Gut. Ja, was nutzt ihr denn als Lichtquelle? Die Gaslampe auf dem Zimmer. Mhm. Nimmt sich jeder von euch eine Gaslampe, oder nicht? Ja, klar. Ja, ist okay. Wollt ihr nur fragen. Mhm. Ja, ich nehme mein Handy. So, bis nachts seid ihr jetzt... verbrennt sie. Das Nacht seid ihr jetzt in der Küche unterwegs. Was tut ihr? Ihr hört von draußen, wie ihr die Wildschweine grunzen. Wildschweine grunzen. Amte Viecher. Also, bevor ich unten ankomme, würde ich gern bei Herrn Wieland am Zimmer mal vorbeilaufen. Ist dann da wieder Licht? Ja, es brennt Licht. Hör ich denn was? Ich höre mal mein Ohr gehen. Wirf mal auf Horchen. Ja. Hör ich denn was? Oh boy, da muss ich mal gucken. 77 könnte... Horchen. Damit.
Nicht geschafft. Für ein Eucheln, du hörst nur so ein kurzes Pochen, als wäre irgendwas gegengestoßen. Okay, da kriegst du ein Loch. Ja. Als du durchs Schlüsselloch schaust, als ob man sich den Fuß gestoßen hätte? Ja, sowas hast du gehört, ja genau. Einen Moment, ich muss bloß mal zu der Stelle zurück. So, hier haben wir das. Jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt wird's spannend. Als du durchs Zimmer schaust, erhaschst du einen flüchtigen Eindruck einer menschlichen Gestalt, die durchs Zimmer huscht. Oha. Diese menschliche Gestalt sah aber nicht aus, als würde sie Kleidung tragen. Okay. So ein nackter Herr Wieland. Oder. Es sah übelst verstörend aus, diesen kurzen Moment. Ich möchte mal kurz einen Wurf auf geistige Stabilität haben von dir. Scheiße, ich habe nur noch 49. Und als dieses Erhaschen ist weg ist, siehst du auch nicht Herr Wieland in dem Zimmer. Durchs Schlüsselloch. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Ja, du verlierst einen Punkt Stabilität. Einen Punkt geistige Stabilität. Ich sag dir, ich hätte doch noch eine Nische. Du siehst ein Schlüsselloch jetzt aber auch nichts weiter. Du hast eben so eine kurze Gestalt gesehen durch Schlüsselloch, aber du siehst dann auch keinen Herrn Wieland sitzen oder so. Man kann leider nicht direkt aufs Bett gucken durch Schlüsselloch, sondern nur auf den Schreibtisch, aber. Okay, dann schleiche ich einmal runter. Mhm. Und warte auf meine Kameraden, bis die da sind. Die anderen beiden kommen auch. Mhm. Okay. Also, hör zu. Mhm. Ich war gerade eben noch mal oben bei Herrn Wieland am Zimmer. Ich habe, als ich gehorcht habe, hat sich's angehört, als ob man sich irgendwo so ein Geräusch, als ob man sich einen Fuß stößt. Irgendwo, dass man irgendwas gegen irgendwas gegengeschlagen hat. Als ich dann das Schlüsselloch geguckt habe, habe ich irgendeine. Ja, war es noch menschlich? Ja, es sah halt nach einer menschlichen Gestalt aus, aber es sah nicht aus wie der Herr Wieland. Er hatte nicht seine Klamotten an. Du konntest auch nicht genau erkennen, was es ist. Da ist irgendwer oder irgendwas. Hast du einen flüchtigen Eindruck gehabt? Ja? Durch das Zimmer von Herrn Wieland gehuscht. Und kurz danach, also nur einen Augenblick, war das Zimmer leer vom Schlüsselloch auszusehen. War nichts mehr da. Jetzt ist die Frage. Ich habe hier zwei Dietriche. Wenn wir oben mal. Das können wir auf dem Rückweg machen, weil jetzt, wenn Sie sagen, Sie haben da gerade jemanden umherhuschen sehen, dann würde ich da erst noch warten, bis es wirklich dunkel ist in dem Zimmer. Okay, na gut. Dann, wo wollen wir denn jetzt hier anfangen? Nach dem Keller zu suchen. Nee, er hat doch was erzählt von der Kammer, wo der Wein drin lag. Genau. Dann wollen wir da anfangen. In der Vorratskammer anfangen. Ja, die ist hier. Die ist. Ist da. Da. Okay, dann schleichen wir zur Vorratskammer. Mhm. Ja, die Vorratskammer. Ja. Es ist ein großzügiger Vorratsraum, der ist gut gefüllt. In den Regalen, Schränken liegen verschiedene langhaltbare eingemachte Lebensmittel. Unter anderem Wurst, Käse, Eingelegtes und so weiter. Und in einem Regal liegen auch zahlreiche unetikierte Weinflaschen. Alle sehen schon aus, als hätten sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Mehr nicht.
Mehr findet ihr im Vorratsraum nicht. Dann würde ich mal so 1-2 Flaschen vom Regal nehmen und gucken im Schein oder im Licht, ob das, das höchstwahrscheinlich der Wein ist, den wir da getrunken hatten oder trinken hätten können. Ja, das ist der Wein. Das erkennst du. Er sieht genauso aus wie der Wein, den Herrn Wieland auf den Tisch gestellt hat. Dann möchte ich meine Expertise als Auftragskiller nutzen, um nach versteckten Türen zu gucken. Ja. Also den Wein siehst du in deiner Hand, hast du das ungeheure Verlangen, den Wein zu trinken. Das ist unglaublich, Leute. Ich will diesen Wein trinken. Die ganze Flasche. Die anderen beiden übrigens auch. Ihr habt auch ungeheures Verlangen, diesen Wein zu trinken. Er war wirklich gut, aber wir müssen uns konzentrieren, meine Herren. Ah, nicht ein kleiner Schluck? Nein. Sie meinten doch, der sei gepuncht. Ich würde gerne vorher wissen, was ich genau da trinke, anstatt. Ja, aber selbst wenn er gepuncht ist, war das so lecker. Nicht doch nur einen kleinen Schluck? Ich schnippel schon so an der Verkorkung rum. Jetzt legen Sie das Ding weg, wir haben hier eine Mission. Ach komm Sie, Konstantin. Sie wollen doch bestimmt auch, oder? Ja, lass mal jetzt nicht machen. Wir wissen doch, wir haben doch inzwischen die Vermutung, dass da irgendwie was mit dem nicht stimmt. Lass doch lieber nicht machen. Also stelle ich ihn wieder weg. Guter Junge. Guter Gut. Bub. Ich finde ja aber kein Regal, was ich... Nein. Ich finde auch kein nach kurzem Abklopfen des Bodens vielleicht ein Hohlraum. Nein. Wo eine Falltür Nein. gewesen wäre. Nein. Sonst einer von euch eine Idee? Also, ihr wisst, ihr wartet halt in zwei Räumen noch gar nicht. Ne? Ja, ein Raum hier außen, vom Eingang aus. Hier. Der noch. Nee, das ist das Wohnzimmer, da wartet ihr schon. Den Raum wartet ihr noch nicht und dann gab es hier noch so einen kleinen Raum, wo auch bisher noch keiner von euch reingeschaut hat. Tja, dann nehme ich mal an, wenn keiner von euch hier eine Idee hat. Eurem Schweigen nach zu urteilen, hat hier keiner von euch eine Idee? Hat nicht so. Nö. Dann gucken wir uns doch mal weiter um in der Wohnung. Ist erstmal eine Maßnahme, die ich auch so empfehlen würde, ja. Gut. Dann weiß ich nicht. Fangen wir mal hier im Wohnzimmer an? Ja. Gut. Das Wohnzimmer. Sehr schön eingerichtet. Ein heimeliger Kachelofen dominiert den Raum. Direkt am Ofen ist eine Bank montiert. Davor befindet sich ein Tisch. Eine zweite Sitzgruppe mit bequemen Sesseln steht direkt vor den Fenstern. Und an der Westwand ragen einige große Schränke bis zur Decke, an denen nur Platz für einige Schmuckteller ist. Die Schränke sind da derzeit aber leer, als ihr euch hineinschaut. Ein Kerzenleuchter hängt an der Decke. Ich erstmal hier dem Tisch gucken, ob da Falltüren. Alles normal aus.